Politische Gesinnung, Betriebsgeheimnisse, Liebesschwüre. Was wissen britische und amerikanische Geheimdienste eigentlich alles über uns? Wird unsere Haut zum Markte getragen? Und vor allen Dingen, wie viel tragen wir davon selbst mit? Spionage im Netz, legitim oder kriminell? Heute das Thema der Phoenix-Runde, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Linda Crane. Amerikanische Journalistin, leben seit den 80er Jahren in Deutschland und sind vor allen Dingen als Korrespondentin für die Deutsche Welle tätig. Bei uns ist Hans-Georg Wieck, ehemaliger Diplomat und Chef des Bundesnachrichtendienstes von 1985 bis 1990. Peter Schaar ist bei uns seit 2003 Bundesbeauftragter für den Datenschutz. Und schließlich Tore D. Hansen, Journalist und Schriftsteller. Sie haben einen Roman geschrieben, Silent Control, also stille Kontrolle. Da geht es um die Welt der Geheimdienste, um Idealisten, die Opfer von Geheimdiensten werden. Das ist zwar eine sogenannte fiktionale, also frei erfundene Handlung, aber hat durchaus beklemmende Ähnlichkeiten mit der Aktualität, die uns hier auch zusammenführt. Herr Schaar, der gläserne Bürger, das ist so das Schreckgespenst, der Albtraum für den Datenschützer. Haben wir den bereits? Ja, ich denke, wir haben ihn zumindest in dem Sinne, dass alltäglich von uns eine Menge Daten anfallen, die auch gesammelt werden, nicht unbedingt nur von staatlichen Stellen, in erster Linie von Unternehmen. Aber wie wir jetzt erfahren, haben staatliche Stellen doch sehr umfassenden Zugang zu diesen Daten. Das ist nicht wirklich verwunderlich, aber es ist trotzdem erschreckend. Herr Wieck, diese Enthüllungen des Edward Snowden, ist das ein Sturm im Wasserglas? Nein, das ist kein Sturm im Wasserglas. Es beschreibt einen Zustand der Welt, dass wir neben der Welt, in der wir leben, auch eine Welt der Geheimdienste haben, deren Arbeitsergebnisse Grundlage für Regierungsentscheidungen sind, sowohl der äußeren als auch der inneren Sicherheit. Das hat es immer gegeben und wird es auch lange Zeit leider noch geben. Mhm. Das ist ja nicht gerade die schönste Vorstellung, aber sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens. Das stelle, glaube ich, auch niemand in Frage. Die Frage, es geht ja um die Methoden, mit denen dieser Auftrag im Moment erfüllt wird von manchen Geheimdiensten. Frau Crane, die Schlapphüte vom anderen Ufer des Atlantik. Ist eigentlich alles erlaubt, was den USA nützt? Nein, ist es nicht. Und wir haben eine sehr gute Verfassung. Und es ist überhaupt nicht klar, dass diese Programme nicht verfassungswidrig sind. Es gibt jetzt schon eine Klage von der amerikanischen Bürgerrechtlerorganisation American Civil Liberties Union. Und diese Klage behauptet auch, dass diese Programme verfassungswidrig seien. Und ich denke, das ist eine gute Debatte, die jetzt entfacht würde aufgrund dieser Enthüllungen. Und womöglich werden diese Programme hoffentlich, also jetzt auch eingeschränkt werden müssen. Von daher, egal was man sonst über Edward Snowden denkt, aber er hat dem öffentlichen Interesse gedient, indem er das an die Öffentlichkeit gebracht hat. Und so denkt auch die Mehrheit der Amerikaner interessanterweise. Das Irritierende an diesen Enthüllungen ist ja, dass es Staaten betrifft, die ja zum Teil eine jahrhundertealte Tradition in Demokratie und Rechtsstaat haben. Das sind ja zum Teil, wie Großbritannien, die Länder, in denen quasi Demokratie entstanden ist, die damit ja die ganze Welt positiv auch infiziert haben. Ist diese Demokratie durch dieses Verhalten der Geheimdienste in den angloamerikanischen Ländern in Gefahr? Also für mich fing die Geschichte eigentlich schon mit 9/11 an, dass also ein Abbau von demokratischen Rechten zu befürchten war, weil man ein unglaubliches Bedürfnis nach Sicherheit hat. Und unter dem Vorwand der Terrorabwehr wird jetzt eine neue Dimension von Datenauswertung natürlich überschritten und erreicht, wo eben auch der Verdacht entsteht, diese Daten lassen sich immer auch noch für ganz andere Dinge nutzen. Und da liegt, glaube ich, auch das Unbehagen der Menschen. Und ich finde es eigentlich traurig, dass ein so wunderschönes Medium wie das Internet plötzlich Leuten auch Angst macht, was können sie dort noch reingeben. Es ist ein wunderbares Medium für die zivile Gesellschaft, sie zu vernetzen, ehrlich miteinander zu kommunizieren. Aber es fehlt zum Teil natürlich auch der mündige Bürger, Thema Facebook. Hier herrscht ein Bildungsauftrag, aber es ist demokratiegefährdend in dem Augenblick, wo ich immer mehr Freiheit für Sicherheit opfer. Und das ist übrigens ein Zitat der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Je mehr ich für die Sicherheit die Freiheit aufgebe, desto eher verliere ich beides. Snowden
Und der bietet jetzt Anlass auch für diese Sendung oder gibt Anlass für diese Sendung. Edward Snowden, ist das eigentlich ein Held oder ein Verräter oder keins von beiden? Für die Verteidigung der amerikanischen Bürgerrechte ist er ein Held, ein Patriot. Er ist kein Verräter in dem Sinne. Er ist nicht mit dieser Information zu irgendeinem Staatsfeind gegangen und hat nicht gesagt, also jetzt möchte ich dafür 2 Millionen haben oder sonst was. Er hat, also sagt er, im öffentlichen Interesse gehandelt. Und wie gesagt, viele Amerikaner sehen das auch so. Insoweit Verrat ist es nicht, aber er hat die Gesetze verbrochen. Aber die amerikanische Regierung sagt, er hat was gemacht, was illegal ist. Aber das jetzt dafür sollte er eigentlich bestraft werden. Aber es wird jetzt kolportiert aus Washington und Umgebung, das sei tatsächlich irgendwie von langer Hand vorgeplant worden, wo er jetzt auch überall auftaucht. China, Russland, Kuba, Venezuela, Ecuador, so die Achse der Spitzbuben, sage ich mal, in Anlehnung an George W. Bush. Die amerikanische Administration meint, dass das nicht alles Zufall war, was da passiert ist. Natürlich hat er geplant, wie er an die Öffentlichkeit geht. Und das hat, wir wissen es ja, 5 Monate gedauert mit viel Verhandlung, auch mit dem Guardian, mit der Zeitschrift und so weiter. Aber trotzdem, das ist ein anderer Fall, als wenn er mit den 4 Laptops geflüchtet wäre, um zu Russland überzulaufen, um ihnen diese Information zu geben. Er hat zwar einige Informationen bezüglich Abhören von E-Mails oder Überwachung von E-Mails von Medvedev freigegeben, nachdem er offensichtlich Gefallen in Russland finden wollte. Und das Gleiche hat er auch schon Informationen das gegeben. Hat er zum Eigennutz offensichtlich gemacht. Aber das war nicht sein Hauptziel. Ja. Das glaube ich nicht. Ja. Und eigentlich sagt der amerikanische Staat das auch nicht. Also in diesem Sinne sehen sie ihn nicht als Verräter. Was ist er? Ist er ein Verräter? Also das, was er getan hat, antwortet er selbst. Und wenn ich das tue, dann trage ich auch die Konsequenzen. Ich bin nicht sein Richter und ich habe ihn nicht zu kritisieren. Er ist aber außer Landes gegangen. Er hätte auch im Lande bleiben können und sich den Gerichten stellen können, ohne dass das, was er vermitteln wollte, in Gefahr gewesen wäre, wieder rückgängig gemacht zu werden. Er hat einen Schritt getan aus Gründen, die wir hier respektieren müssen, ohne sie genau zu kennen. Und er hätte, wenn er konsequent handeln würde, dann sich dem Richter stellen müssen. Er hat ja seine Flucht begründet mit Rechtsbruch durch amerikanische Sicherheitsbehörden. Ist das ein Konflikt, den es in Geheimdiensten gibt zwischen dem Rechtsempfinden und der unbedingten Loyalität? Ja, natürlich hat er dann, wenn er dieses empfindet, die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen oder auch ein Strafverfahren gegen eine Person oder eine Einrichtung einzuleiten. Er hätte natürlich auch zu den Komitees im Kongress gehen können und sagen können, sagen Sie, ich arbeite in diesem Programm. Ich habe große Fragen, ob das alles legal ist. Und ich möchte gerne, dass das untersucht wird. Denn die sind befugt, per Gesetz, diese Programme zu überwachen. Und das wäre ein Weg gewesen innerhalb des Systems. Ich teile ganz Ihre Meinung. Eigentlich, was er ist ein Whistleblower. Das ist, was man normalerweise jetzt dazu sagt. Ich glaube, in Deutsch ist das Wort inzwischen. Aber was dir auffällt, ist ja, dass diese Whistleblower immer mehr zunehmen. Also es ist bald ein Dutzend und es scheint immer mehr zu werden. Das heißt, es musste ein unglaublicher Druck, auch ein moralisch-ethischer Druck in diesen Diensten beherrschen. Und ich weiß nicht, ob er wirklich einfach so zu einem Kongressmitglied gehen kann. Dann lassen Sie aber das mal konkret vielleicht auf die deutschen Verhältnisse sein. Also ein BND-Mitarbeiter, der bemerkt in seinem Dienst, dass Daten in großem Maße missbraucht werden, gegen Datenschutzgesetze verstoßen wird, offensichtlich in der Praxis, hat er die Möglichkeit, an einen offiziellen Ombudsmann, nämlich Herrn Schaar, den Bundesbeauftragten für den Datenschutz, heranzugehen und sagen, Sie auf, da läuft was falsch, da müssen Sie eingreifen, hier werden Gesetze verletzt. Ist das jetzt nur in der Theorie so oder wäre das auch in der Praxis denkbar? Also das kommt in der Praxis vor und das ist natürlich eine Situation, wo diese Person möglicherweise gegen dienstliche Verpflichtungen und auch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstößt. Ich allerdings bin gehalten,
Stichwort Quellenschutz, Herr Wieck weiß, was das heißt, sozusagen das auch für mich zu behalten, von wem diese Information kommt. Ich darf jetzt nicht weitergehen und jetzt praktisch ihn bei seinem Arbeitgeber beispielsweise anschwärzen. Das dürfte ich nicht. Aber ich dürfte natürlich und würde das auch tun, entsprechenden Hinweisen nachgehen, ob da was dran ist. Vielleicht noch mal ein Wort zum Thema Rechtmäßigkeit. Das Interessante bei dieser Rechtmäßigkeitsdebatte ist ja, dass sich die US-Administration im Hinblick auf diesen Geheimnisbruch auf das Recht beruft, aber im Hinblick auf die Aktivitäten, die die eigenen Nachrichtendienste entfalten, in den Ländern, auf denen sie sich beziehen, sich an deren Rechtsordnungen ja nicht hält. Ne? Das heißt, wenn ein Nachrichtendienst im Ausland tätig ist, dann mag das nach dem Heimatrecht zulässig sein, aber wenn er beispielsweise eine Wanze anbringt, wenn er eine Online-Durchsuchung, die nach unserem Recht so der eigene Geheimdienst nicht machen dürfte, durchführt, dann macht er sich nach dem Recht des Staates, wo das sich verwirklicht, strafbar. Aber da hätte der BND wahrscheinlich keine einzige erfolgreiche Operation durchführen können, wenn das Prinzip... Das ist das Dilemma. Genau das ist das Dilemma, das aber im Prinzip auch gar nicht gelöst werden kann durch den individuellen Menschen, vielleicht auch nicht mal durch den Dienst, sondern da muss gefragt werden, wie weit darf das gehen? Gibt es nicht bestimmte Prinzipien, die allgemein gelten müssen? Also wenn jetzt Snowden ausgelöst hat, Überlegungen, muss nicht mehr Rechtssicherheit, mehr Transparenz, mehr Kontrolle rein. Wenn das passiert, ist quasi die Geheimdienstarbeit nicht mehr möglich. Und deshalb wird es auch nicht so kommen. Die Regierungen brauchen für ihre Entscheidungen, wann sich Gefahren für äußere Sicherheit ergeben, geheimdienstliche Zugänge zu den Entscheidungsprozessen in Ländern oder in Gruppen oder bei Personen, die eine potenzielle Gefahr darstellen. Aber im demokratischen Staat muss ein Geheimdienst kontrolliert werden. Auch Demokratien brauchen Geheimdienste, um ihre sicherheitspolitisch relevanten Entscheidungen auf stabile, auf belastbare Unterlagen und Grundlagen zu stellen. Dieses Dilemma besteht. Der Geheimdienst erhält die Vollmacht, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen, deren Anwendung in Drittländern, in anderen Ländern, dort strafrechtlich verfolgt wird. So ist das. Das ist aber quasi das. Ja, bitte. Das ist, ich gebe Ihnen völlig recht, das ist die Grauzone, in der Geheimdienste arbeiten müssen. Das ist die Geschichte der Geheimdienste und selbst vom ältesten Geheimdienst der Welt, dem Vatikan her. Also das können Sie nie. Sie können einen Geheimdienst nicht unter eine solche Kontrolle stellen, sonst kann er seine Aufgabe nicht mehr machen. Wir leben leider in einer solchen Welt. Aber nochmal. Es ist in letzter Zeit sind zwei Dinge rausgekommen. Google hat mit der CIA ein Unternehmen gegründet, namens Recorded Future. Dort werden Verhaltensprofile angelegt, die aus vergangenem Verhalten auf zukünftiges Verhalten schließen können. Also hier wird eine bombastische Technologie aufgefahren, die uns Bürger wirklich betreffen und gefährden. Und wo ich schon plädiere, ist, dass man die Geheimdienste irgendwann dazu auffordert, so bis hierhin und bis dahin müsst ihr die Daten löschen. Mhm. Und solche Programme, die also wirklich mein Verhalten kontrollieren wollen, die müssen aus der Welt geschaffen werden. Also der Zweck heiligt nicht in jedem Fall die Mittel. Auf keinen Fall. Also ich denke, da gibt es einfach auch eine neue Qualität zwischen der Tätigkeit von Nachrichtendiensten vielleicht in den 50er und 60er Jahren und heute. Damals platzierten die Nachrichtendienste Agenten im Feindesland, also in den Zielregionen und sammelten Informationen, die ihnen relevant erschienen. Und das geschah auch mehr oder minder gezielt. Heute ist über diesen Vorrang der technischen Überwachung gar keine zielgerichtete Überwachung mehr im Mittelpunkt, sondern es geht darum, alltägliches Verhalten von ganz vielen Menschen überall in der Welt zu erfassen und, wie Sie das sagen, dann zu bewerten und daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das steht aus dem... Die Bewertung ganz gut. Erfolgt in USA erst, wenn es ein begründeter Verdacht gibt. Die müssen, um diese Daten auszuwerten, müssen sie erstmal vor ein... Doch, darf ich mich... vielleicht sind Sie nicht der Meinung, mich aussprechen. Natürlich. Also erstmal werden Metadaten gesammelt, das wissen wir ja. Dann aber gibt es einen zweiten Schritt,
Und der reicht vielleicht nicht. Darüber kann man sich schon streiten. Aber da muss derjenige, der bewerten will, zu dem Foreign Intelligence Gericht, also Auslandsgeheim. Es gibt ein geheimes Gericht, das bewertet, was der Sicherheitsdienst NSA macht. Ja, und das ist Foreign Intelligence Surveillance Court. Ja, ein geheimtagendes Gericht, was ja auch ein Widerspruch eigentlich in einer Demokratie ist. Dies muss erstmal eine Genehmigung geben, damit überhaupt bewertet werden kann. Und das wird nur gegeben, wenn es einen Verdacht gibt auf eine bestimmte Person. Das heißt, die Daten werden nicht automatisch alle bewertet für jeden. Es wird nicht unterschiedslos, sage ich mal, gezielt bewertet, aber es findet eine Bewertung anhand der dort abgegriffenen Metadaten statt. Metadaten hört sich erstmal ungefährlich an. Wir müssen ja mal fragen, was heißt das? Ein Metadatum ist, wann habe ich mit wem telefoniert, welches Telefon habe ich benutzt, wo habe ich mich jeweils aufgehalten, welchen Dienst habe ich in Anspruch genommen, gibt es bestimmte Muster in dem Verhalten. Diese Muster werden sozusagen durchgerastert. Auch Inhalte werden durchgerastert, das ist ja allgemein bekannt, mit entsprechenden Suchbegriffen und Ähnlichem. Und das wird durchaus miteinander verknüpft. Wenn es dann zu einer individuellen Recherche kommt, insbesondere wenn es sich um einen Bürger der Vereinigten Staaten handelt, dann muss eine individuelle Order erfolgen. Das ist völlig richtig. Okay. Aber nicht jedenfalls für diese Vorphase, die eben doch eine Massenauswertung ist. Was jetzt da an Daten erhoben wird, Herr Wieck, es wird ja immer kritisiert, was die Geheimdienste erheben. Sie argumentieren ja, das diene alles der Terrorabwehr. Ist das glaubhaft? Ist das wirklich eine ausreichende Legitimation? Nicht nur der Terrorabwehr, auch der Proliferation, der Mafia, der Drogenmafia. Also der Gefährdung der inneren und äußeren Sicherheit. Der inneren und äußeren Sicherheit, die heute im Gegensatz zu der Vergangenheit nicht nur von Staaten ausgehen kann, vielleicht heute von Krisenstaaten, aber nicht mehr von den großen Gegnern der Vergangenheit, sondern die sich als eine Individualgefährdung durch Personen in Gesellschaften darstellt. Und daher erfasse ich alle Daten, die ich bekommen kann, und lasse sie über ein Raster von Stichworten laufen. Und dann greife ich dort nach und frage, ist das von Relevanz für das, was ich mache? Das andere Material verschwindet. Das Material, was ich auswähle, darf ich für bestimmte Personen freigeben, für bestimmte Zeit halten, dann wird es wieder gestrichen, wird es beseitigt. Das ist der deutsche Ansatz. Das ist der deutsche Ansicht. Der deutsche Ansatz. Absolut. Ja, begrüßenswert. Und das ist etwas, was im Interesse des Bürgers ist. Er muss nur wissen, dass dies auch eingehalten und überwacht wird und durch den Beauftragten und durch die Ausschüsse. Und es müssen Mittel dafür bereitgestellt werden und sie wird darüber berichtet. Also dieses System ist entwicklungsfähig in Form der Reaktion auf die potenzielle Gefahr aus einer Gesellschaft. Also legitimiert wird das mit der Gefährdung der inneren und äußeren Sicherheit, dass man also solche Daten erheben muss, also geheimdienstliche, auch verdeckte Aktionen dann startet. Jetzt gibt es ja... Was heißt verdeckte Aktionen? Ja, als Geheimdienstaktion. Das ist doch auch eine Geheimoperation, sind verdeckte Operationen. Nein, ich wollte auf was anderes hinaus. Es ging um die Gefährdung von äußerer und innerer Sicherheit. Die Geheimdienste argumentieren damit, dass das deswegen notwendig ist, die Daten so zu erheben. Jetzt steht aber ein ganz anderer Verdacht noch im Raum. Ich zitiere mal die Sprecherin des Chaos Computer Clubs. In Wirklichkeit ging es da nicht um Terrorabwehr und die Gefährdung der äußeren und inneren Sicherheit, sondern hat die gute alte Wirtschaftsspionage ein neues, prächtiges Gewand bekommen. Das heißt, das ist das eigentliche Motiv, die eigentliche Antriebskraft für NSA und den britischen Geheimdienst, in diesem riesigen Umfang Daten zu erheben. Ist an diesem Vorwurf, an dieser Behauptung was dran? Es gab ja Echelon, glaube ich, 2001, wo das schon mal rausgekommen ist, mit einem weitaus kleineren Potenzial an technologischen Möglichkeiten. Sagen wir es mal so, die Möglichkeiten, E-Mails zu entschlüsseln, werden mit dem Bau des Utah Data Centers erheblich verbessert. Und Wirtschaftsspionage findet aber auch zwischen befreundeten Nationen statt. Das ist ein Faktum. Und natürlich wird jetzt eine neue Dimension gesprengt.
auch hier kann man eigentlich nur sagen, Unternehmen setzt in Zukunft nicht auf Verschlüsselung, sondern setzt auf Boten, wenn ihr wirklich Pläne und Erfindungen habt. Und so würde ich noch mal gerne in die Konsequenzen mehr reingehen, als nur jetzt über das zu sprechen, was jetzt schon alles passiert ist. Das Potenzial dieser Überwachungszentralen ist immens und es gibt keine Schutzmöglichkeit, weil man, wenn ich weiß, was sie können, dann kann ich mich nur dadurch schützen, indem ich andere Wege gehe, andere Kommunikationsmittel einsetze. Ich glaube nicht, dass das ein Hauptgrund dieses Programms war, ein wirklich offenkundiges Ziel für die amerikanische Regierung. Und wenn es das wäre, dann muss man sagen, ist es äußerst kontraproduktiv gewesen. Denn die größten Schaden meiner Ansicht nach bisher sind eigentlich außenpolitische Schaden in Bezug auf China, auf Russland, dass zum Beispiel die Gespräche, die die Vereinigten Staaten jetzt gerade führen mit China über Hacking, was in Amerika sehr viel Schaden schon angerichtet hat, absolut unterminiert werden von diesen Enthüllungen. Schutz geht nach hinten los. Aber weil es enthüllt wurde. Ja. Das ist der Unterschied. Also die Frage trotzdem, ist, ob es wirklich Wirtschaftsspionage ist im engeren Sinne. Ja, haben wir jetzt frei für alle hier? Oder? Ja, Sie sollen auch miteinander sprechen. Ich will ja niemandem was vorschreiben. Bitte, Herr Wieck. Ja, also die Erfassung von Wirtschaftsdaten geschieht in erster Linie, um den Export von rüstungsfähigem Material für ABC-Waffen festzustellen und das zu verhindern. ABC-Waffen, nuklear, biologisch, chemisch. Und da arbeiten auch die Staaten miteinander. Und Spionage gegen den Freund ist eine Sache des schlechten Benehmens. Schließt es aber nicht aus. Aber es ist sehr kontraproduzent. Mhm. Und es kommt immer an den Tag. Aber Wirtschaftsspionage aus den westlichen Zentren ist in erster Linie auf die Proliferation gerichtet und nicht auf den Erwerb der Technologie des Konkurrenten. Aber der Verdacht, Herr Wieck, war ja, dass eine riesen Desinformationskampagne der amerikanischen und britischen Geheimdienste ist, also in Wirklichkeit um Wirtschaftsspionage geht, dass damit Wirtschaftsspionage betrieben wird. Betreibt der BND denn so etwas? Nein. Wir betreiben Spionage, um festzustellen, ob in irgendeiner Weise Gerät illegal ohne nach dem Kriegswaffengesetz oder anderen Schutzgesetzen illegal ausgeführt wird. Das können wir nicht ohne in Deutschland ohne eine Erlaubnis durch das GC-Gremium. Im Ausland können Informationen gesammelt werden. Und ich kann davon berichten, dass wir schon das mit der Chemiewaffenfabrik in Libyen herausgefunden haben, aber auch die Amerikaner. Und haben halt zusammen dann diese Informationen. Eine gezielte Wirtschaftsspionage wäre bei uns illegal. Gegenüber, das muss ich einfach so sagen. Ich habe auch keine Hinweise, dass der BND so etwas machen würde. Ich habe mir die amerikanischen und die britischen Gesetze auch noch mal angeschaut. Nach meinem Kenntnisstand erlaubt auch das amerikanische Recht nicht die Wirtschaftsspionage. Auf keinen Fall. Und ich kann natürlich nicht sagen, ob das jetzt sozusagen auch eingehalten wird, das ist eine andere Frage. Aber jedenfalls habe ich auch keine konkreten Hinweise darauf, obwohl dieses sehr weit verbreitet ist, die Befürchtung. Bei Großbritannien habe ich allerdings in den entsprechenden Gesetzen eine Formulierung gefunden, die einen natürlich ein bisschen stutzig macht, dass das wirtschaftliche Wohlergehen des Vereinigten Königreichs auch ein Rechtfertigungsgrund für Geheimdienstaktionen darstellt. Das könnte man so interpretieren, dass das eben durchaus auch in diese Richtung geht. Ob das tatsächlich geschieht, kann ich allerdings auch nicht sagen. Es ist völlig ausreichend als Erklärung für diese Programme, diese Ängste, die in Amerika tatsächlich nach dem 11. September 2001 gewachsen sind. Wie viel anderen Missbrauch haben wir schon dadurch auch gesehen. Folter, Guantanamo Bay und so weiter. Es wurde sehr, sehr ausgeweitet in der Zeit von George Bush und in der Zeit von Präsident Obama. Nicht wesentlich zurückgefahren, vieles. Folter gibt es nicht mehr, das hat er schon angefangen. Aber bei vielen anderen Gebieten hat Präsident Obama die Programme seines Vorgängers einfach weitergeführt. Und man muss sagen, also ich finde, wir müssen nicht so weit suchen nach Wirtschaftsespionage. Ja, gut, es reicht vollkommen die Sicherheitsgründe. Ja. Ja. Und es ist eindeutig so, dass in der Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit Amerika viel zu weit gegangen ist in diesen Jahren seit dem... Lassen Sie ganz kurz bei der Wirtschaftsspionage noch ganz kurz bleiben, bei diesem einen Verdacht.
eigentlich ist ja Deutschland für Wirtschaftsspionage, also gegen Deutschland, geradezu ein Schlaraffenland. Ja. Ja. Ich würde jetzt, also die Wirtschaftsspionage ist ein Teil des Potenzials. Wir können es im Moment nicht beweisen. Bei Echelon ist es damals rausgekommen. Es ist passiert, irgendwann wird ein Patentinhaber in den USA ein Patent anmelden und erschrecken, oh, das ist eigentlich meins. Mhm. Bis dahin ist es mal nicht bewiesen. Es geht aber um das Potenzial. Wir schauen jetzt aber nur nach Amerika. Wir haben in der EU auch die Bestrebung, zum Beispiel Facebook zu nutzen, um mögliche Aufstände zu prognostizieren. Woher kommen solche Vorhaben überhaupt? Das heißt, da muss ich ja ein Datenmaterial haben. Nun ist Facebook ein sehr leichtes, zugängliches Datenmaterial. Aber wir haben auch ein Programm wie INDECT, wo also der gesamte öffentliche Raum, und das ist zwar noch ein Forschungsprogramm, wo der gesamte öffentliche Raum überwacht werden soll, das ist das Ziel, um über Verhaltensauffälligkeit mit Daten abzugleichen. Und das alles klingt für mich, also hier verschmelzen Technologien, wo der Orwellsche Überwachungsstaat einem wirklich geradezu ins Gesicht springt. Ja? Und ich glaube, dass man, wenn man über Recht und Ordnung manchmal spricht, wir müssen darüber reden, wie können wir die Kontrolleure kontrollieren, ohne dass sie dann ihre klassische Arbeit nicht machen können. Aber ich betone ihre klassische Arbeit und nicht die, wo jeder Bürger nur noch Glas im wahrsten Sinne ist. Ja. Und keine Chance hat mehr, ein politisches Leben zu führen, das nicht sofort enttarnt wird. Zur Wirtschaftsspionage möchte ich nur sagen, die Haupttäter auf diesem Gebiet sind China und Russland. Und eins der Hauptziele ist Deutschland. Und es ist sehr schwer, die Aufmerksamkeit der Unternehmen für dieses Thema zu gewinnen. In Ihrer Praxis gab es da nie mal Verdacht, dass es auch befreundete Dienste sein könnten? Den Verdacht schon. Und wenn es sich einmal herausstellen sollte, dann wird das aufgegriffen. Aber von der gesetzlichen Seite her und von der politischen Seite her wäre es ein kontraproduzentes Verhalten. Ja. Und, ist, und ist. Diese Beziehungen untereinander sind von entscheidender Bedeutung in kritischen Lagen, die aufs Spiel zu setzen. Zumal die Unternehmen, wir haben ja private Unternehmen, wir sind ja Einzelne, die Unternehmen können den Geheimdiensten keine Aufträge geben. Ich möchte bei dem Siemens oder ich weiß nicht welchem Gebiet mehr wissen. Das geht über die staatlichen Stellen nicht. Sie mögen andere Quellen anzapfen, um an die Information zu kommen. Aber die Gefahr, die Spionage kam aus der Sowjetunion, kommt heute aus Russland und aus China. Diese Programme, die jetzt da in Rede stehen, Prism und Tempora, also diese gigantischen Datensammelaktionen. Die Bundesregierung gibt sich da ziemlich ahnungslos. Konnten die da wirklich überrascht sein über das, was jetzt bekannt geworden ist durch Snowden? Also wirklich überrascht sein konnte eigentlich niemand. Aber ich denke, dass manche Einzelheit, die jetzt herausgekommen ist, in Deutschland auch den Behörden nicht so bekannt war. Andererseits will man es vielleicht auch in bestimmten Situationen gar nicht wissen, woher bestimmte Daten stammen. Wenn der Bundesinnenminister zum Beispiel sagt, wir sind auf die Erkenntnisse der amerikanischen Dienste angewiesen. Ohne die könnten wir gar nicht unsere Arbeit richtig machen. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob es stimmt. Dann setzt das ja voraus, dass man durchaus von den Erkenntnissen dieses vergifteten Baums die Früchte erntet. Ne, wenn es dann eben gerechtfertigt ist nach unserem Verständnis. Und da denke ich, da müssen wir einfach tiefer bohren, da müssen wir fragen, ist so etwas mit unserem Verfassungsverständnis vereinbar? Das haben Sie doch schon beantwortet, es ist nicht vereinbar, oder? So haben Sie doch heute auch nochmal bei dem Treffen in Erfurt der Landesdatenschutzbeauftragten gesagt, dass man solche Erkenntnisse eigentlich nicht verwenden darf, wenn sie illegal beschafft worden sind. Grundsätzlich ist das so, nur eben rechtlich. Gibt es da eine ganz gewaltige Grauzone. Unsere Verfassung, das ist in Deutschland nicht anders als in den USA oder in Großbritannien, unsere Verfassungen schützen die Inländer, die Staatsbürger im Wesentlichen, vor Gefährdungen auch von außen und vor Übergriffen des Staates, aber sie schützen nicht die Außenwelt. Und wenn jetzt jeder Staat mit seinen technischen Kapazitäten jeweils die anderen überwacht und die anderen Bürgerinnen und Bürger, dann die Informationen getauscht werden, dann laufen unsere verfassungsrechtlichen Schutzmechanismen total leer. Und zwar nicht nur bei uns. Aber das heißt Verfassungs- und Rechtstreue im Inland, aber Rechtsbruch im Ausland, das ist sozusagen das Spiel, mit dem da gearbeitet wird.
Ja, im Moment ist es so, dass sich die befreundeten Geheimdienste eben einfach untereinander austauschen. Da, wo der eine das andere nicht darf, holt er sich beim anderen. Das ist Realität. Nicht darf oder nicht kann. Es geht hier auch um Mittel. Richtig. Es ist kein Zufall, dass die Amerikaner dieses Riesenprogramm haben, weil sie sehr, sehr viel Mittel haben. Und ich denke, es waren die Briten, die im Moment sind die Briten am meisten voraus. Sehr überraschend. Ja, die sind angesichts ihrer Haushaltsprobleme muss man sich schon ein bisschen wundern. Man kann sich auch nicht vorstellen, dass die Briten Industriespionage betreiben, um ehrlich zu sein, wenn man die wirtschaftlichen Situationen dann bewertet. Aber gut, man sich viel Arbeit schaffen, weil er sonst nur den Finanzplatz in London und sonst das Land deindustrialisiert. Das war die Überlegung dabei. Die Anlagen kommen bei dem Government Communication Headquarter. Ja, in Kooperation mit den Vereinigten Staaten zustande. Es ist die geografische Lage Englands. Das ist sozusagen der Endpunkt, der Verteilerpunkt für Europa und für Amerika ist. Und daher liegt es nahe, dort solche Einrichtungen zu machen. Das hat etwas nichts mit den Geldmitteln, den Finanzmitteln der Engländer zu tun, sondern etwas mit den gemeinsamen Interessen. Und ich glaube, das ist auch natürlich ein von den sehr schwierigen Punkten in dieser Diskussion. Wo findet der Rechtsbruch statt, wenn überhaupt? Also die Daten sind zum Teil im Fluss. Die Besitzer dieser Daten, Google, Facebook, sind amerikanischen Firmen. Das ist ich bin Juristin, vielleicht nur deswegen für mich interessant, aber ein äußerst komplexe und interessante Frage, welche Systeme wo gelten und wann. Ja, so ein bisschen an internationalen Kapitalverkehr, da weiß man auch nicht, wo das Geld ist und kann es steuerlich auch nicht besteuern. Das, was jetzt da an Daten jeden Tag anfällt, das sind ja 100.000 Gigabyte pro Tag, glaube ich, die da um die Welt rauschen, das ist ja ein gigantischer Berg. Ein Datentsunami, lässt sich der eigentlich überhaupt effektiv bearbeiten? Ja. Ich meine, es nützt ja nicht, dass ich die Daten habe, ich muss sie ja auswerten. Zunehmend schon. Die Kapazitäten, gerade in diesem Bereich, haben sich gewaltig verbessert. Auch der Durchsatz durch Computer ist heute gar nicht zu vergleichen mit der Situation vor 5 oder 10 Jahren. Die Hauptspeicherkapazitäten, das ist die eigentliche Revolution, sind heute riesig. Was früher ausgelagert werden musste auf Bänder, auf Festplatten und so weiter, wird heute im Hauptspeicher gehalten. Und da können solche gewaltigen Datenmengen eben sehr viel genauer auch analysiert werden, als das noch vor kurzem der Fall war. Also insofern glaube ich nicht an diese Argumentation oder nicht mehr an die Argumentation, dass sozusagen die Datenmasse schon letztlich dazu führt, dass das Ganze nicht mehr ausgewertet wird. Wie sieht das denn aus in der Praxis? Wird das mechanisch, automatisch gemacht? Wie läuft das ab? Das Utah-Datacenter zum Beispiel bekommt am Ende 1 Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde. Das ist da fällt selbst mir die Fantasie, was man damit alles machen kann. Es ist so, dass sie natürlich sowohl mit Semantik E-Mails scannen können. Es gibt ja zum Beispiel die Empfehlung von vielen Medien, als der Skandal jetzt hochkommt, man sollte doch seine E-Mails verschlüsseln. Da sage ich ganz ehrlich, damit fallen sie erst recht auf, weil das ist die Aufgabe des Utah Data Centers, zu entschlüsseln. Das ist übrigens eine genuine Aufgabe von Geheimdiensten, Stichwort Enigma. Und das ist heute, ist der Geheimdienst versus früher waren die Hacker vorne. Diese Zeit ist vorbei. Also David und Goliath haben die Rollen getauscht. Die Geheimdienste sind weit voraus. Und natürlich dient das zum Teil, mag das der Verbrechensbekämpfung dienen. Aber nochmal, dieser gigantische Aufwand, der da betrieben wird, unter Verschmelzung der anderen Technologien, was kann man jetzt eigentlich dem Bürger empfehlen, wie er sich jetzt nach diesem Skandal verhalten soll? Nochmal die Frage, lohnt es sich für den Staat, das zu machen? Oder ist das einfach, dann ist er mit einer Masse von Daten und Informationen konfrontiert, die Es ist auswertbar, im Positiven wie im Negativen. Im Negativen, dass ich zum Beispiel eben bestimmte politische Trends entwickeln kann. Ich kann Daten auch für Unternehmen sozusagen interessant machen. Es geht um ganze Verhaltenssteuerung von Bevölkerungsgruppen. Das sind die Social Networks, aber eben auch natürlich aber ein minimaler Teil der Verbrechensbekämpfung. Und hätte ich eine Frage, eine ganz kurze Frage. Es gab diese Schutzbehauptung von Obama, dass er 50 Attentate seien, unter anderem in Deutschland verhindert 50 worden. 50 Gefährdungen. Ja, niemand kann es messen. Kann es beweisen. Es ist extrem schwierig. Das ist einfach eine Schutzbehauptung. Ja. Das wird einfach dahingestellt. Ich möchte sehen, wurde wer verhaftet. Gibt es irgendwelche Ermittlungsakten? Also sowas kann man nicht als ein US-Präsident nach so einem Skandal nicht einfach als Schutzbehauptung hinsetzen und dann nicht
Beweise auf den Vor Tisch allem, legt. Was das man nährt gerne, nächsten Verdacht. Was man wissen möchte jetzt als Amerikaner ist, wie können wir sicher sein, dass das Programm so breit aufgelegt werden muss, um so viel Nutzen zu haben? Würde ein engeres Programm im Sinne des Deutschen zum Beispiel nicht dieselben Nutzen bringen? Ja gut, die Frage das, nach dem Nutzen, niemand wird diese Frage beantworten. Lassen Sie uns den Nutzen mal aufhören. Also das heißt, also mit diesen Datensammlungen kann man quasi jeden Maulesel im afghanischen Bergland ausfindig machen, der eine Panzerfaust für die Taliban transportiert. Nicht unbedingt. Möglicherweise sind es ja auch Milchflaschen. Ja. Ja, oder? Nein, sie können Personen identifizieren, von denen eine Gefahr ausgeht, weil sie Verkehre mit bestimmten Stellen aufgenommen haben, die schon bekannt sind. Sie können Verkehre lesen, wenn da ein sozusagen rotes Lämpchen oder gelbes Lämpchen aufgekommen ist, aufgrund ihrer Stichworte. Also Dual-Use-Exports und Personen, die mit anderen Gruppen, die unter Beobachtenden zusammenarbeiten. Sie können aber nicht über diese Methode irgendwo eine Waffe feststellen. Sie können aber auch schreiben. Entschuldigung. Es gibt ja durchaus einige Zahlen, die auch aus Deutschland kommen. Die parlamentarischen Gremien, die den Bundesnachrichtendienst kontrollieren, veröffentlichen Jahresberichte. Und in einem dieser Jahresberichte kann man nachlesen, dass diese strategische Fernmeldeüberwachung im Bereich der Proliferation, ich glaube, so um die 27 Millionen Treffer geliefert hätte. Von diesen 27 Millionen Trefferfällen habe man dann durch weiteres Filtern, durch Sichten, also eine unglaubliche Arbeit, dann, glaube ich, eine kleine dreistellige Zahl von E-Mails herausgefunden, die dann wirklich relevant war, nachrichtendienstlich. Was das heißt, ist immer noch die Frage. Das heißt, man hat wahrscheinlich Milliarden E-Mails gescannt. Ich weiß nicht, wie groß diese Zahl ist, die ist nicht bekannt. Man hat 27 Millionen dann ausgeleitet aufgrund dieser Stichwörter und hat dann vielleicht 100 gefunden, wo irgendeine Erkenntnis, die man nachrichtendienstlich weiter bearbeiten war, drin war. Das heißt, so ist das Verhältnis. Ich vermute, dass es bei den US-Stellen nicht so ganz anders ist. Die Qualität dieser Programme kann verbessert werden. Auch die Zahlen sprechen dafür, dass jetzt diese Filter auch etwas genauer eingestellt sind. Aber gleichwohl gibt es eine ganz breite Streuung auch von falschen Verdachtsfällen. Und das sind die Fälle, wo die Menschen, die da betroffen sind, möglicherweise wirklich richtige Nachteile haben. Wo die Beweislast nämlich umgekehrt wird. Und das, da verquert sich unser Rechtssystem. Die wird nicht umgekehrt. Nee, wir hatten das letztes Jahr, ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Vergangenes Jahr haben ja ein paar sogenannte aus diesem Anonymous-Hacker-Kollektiv eine DDoS-Attacke auf die GEMA-Website gemacht. Und haben dazu aber auch einige Hausfrauen und Unbeteiligte trickreich reingelegt, indem sie irgendwo nur klicken mussten. Und dann wurde dieser Rechner quasi ja benutzt, um diese DDoS-Attacke zu unterstützen. Das führte zu Verhaftung und Hausdurchsuchungen. Da wurden Rechner konfisziert und die Leute wussten zum Teil nicht mal, was sie überhaupt gemacht haben. Also die Treffsicherheit ist nicht so groß, wie es eigentlich sein sollte, oder? Sie haben ja gar keine Option. Wir haben es mit dem Verdacht von Einzeltätern und der Verknüpfung von Einzelpersonen zu tun. Wir haben es nicht mit Brigaden und mit Generälen. Vom Terrorismus aber. Aber wir haben es auch mit Einzeltätern bei illegalen Exporten und bei mafiösen Aktivitäten zu tun. Es sind Einzeltäter, es sind nicht Staaten. Und daher ist dieser Staubsaugerapparat in Bewegung zu setzen. Das Wichtige sind die Auswahlkriterien und die Kontrolle, dass es dabei bleibt, und die Zugangsregelungen sowie die Verfallsregelungen. Das, was alles den Beauftragten für den Datenschutz interessieren muss. Wie lange bleibt das? Wer hat Zugang? Wann wird es vernichtet? Wird das kontrolliert? Welche Abweichungen werden beobachtet oder kann ich das testen? Das macht dieses enorme Aufkommen gleichsam manageable. Vom Kontrollmechanismus, von der demokratischen Ordnung und von dem Respekt für den Einzelnen her betrachtet. Deshalb stehe ich dahinter. Wenn es sich aber um einen totalitären Staat handelt, der dieses Instrumentarium nutzt, um seine Bürger in eine bestimmte Richtung zu lenken und sie zu unterdrücken, dann sieht die Sache ganz anders aus. Aber wir haben eine Legitimationskrise jetzt.
Ne? Also wir sehen ja jetzt, wie autoritäre Überwachungsstaaten wie China unsere Software nutzen. Nicht nur unsere Software nutzen, das ist sozusagen auch noch mal besonders makaber, aber jetzt da mit dem Finger nicht ganz ohne Berechtigung auf uns, auf die USA, auf Großbritannien zeigen und sagen, ihr seid doch viel schlimmer als wir. Das ist der größte Schaden, der entstanden ist. Das, denke ich, ist ein riesiges Problem. Dieses Problem, also deren Verhalten wird relativiert durch dieses Skandal. Doch auch scheinbar ja. Aber Sie haben den Glaubwürdigkeitsverlust, Sie haben den Glaubwürdigkeitsverlust hier nicht nur zwischen den Staaten, Sie haben ihn vor der Bevölkerung. Das ist unser Problem. Die Wiederherstellung des Vertrauens nach diesen Enthüllungen ist die politische Aufgabe, die erfüllt wird. Wir reden ja hier von rechtlichen Defiziten bei der Datenerhebung. Internationale Abkommen, an die sich alle halten müssen, um diese Defizite sozusagen zu beseitigen, sind die überhaupt realistisch? Also gibt es nicht bisher. Aber sind die überhaupt realistisch? Ich denke, wenn... Naja, also rechtlich ist sowas möglich. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ein Abkommen zu schließen, das hier bestimmte rechtsstaatliche Grenzen zieht. Man wird dieses Problem nicht völlig lösen können. Aber ich finde, wir brauchen zumindest von den demokratischen Staaten einen Grundkonsens, was geht und was nicht geht, hinsichtlich der Kontrolle, hinsichtlich der Speicherung, hinsichtlich der Verwendung, hinsichtlich der rechtlichen Überprüfbarkeit, dass ich auch in den USA vor Gericht gehen kann und sagen kann, ich bin da falsch in Verdacht geraten, ihr lasst mich da nicht mehr rein, überprüft das. Im Augenblick habe ich keine Chance, vor ein US-Gericht zu gehen und das überprüfen zu lassen. Ne? Anders als ein US-Bürger oder jemand, der dort dauerhaft sich aufhält. Das ist ein ganz großes Problem. Da können Abkommen durchaus helfen. Ich kann Ihnen ein Beispiel noch ein sehr kritisches geben. Wir beobachten ja in Ungarn einen sehr kritischen Vorgang, wie dort mit den Medien umgegangen wird, die Mediengesetzgebung. Rechtsstaat überhaupt. Deswegen die Frage, wer garantiert für alle Zeiten, dass in Europa alle Nationalstaaten, wenn wir nicht sogar eines Tages wieder zurückfallen, diese Technologien haben und dann vielleicht nicht mehr ein demokratischer Staat sind. Das ist natürlich ein sehr spekulatives, das ist das, was ich in Zahl und Control auch ausrolle, dass man einfach mal das Potenzial sich überlegt, dass hier Staaten in die Hand bekommen können. Und es müsste tatsächlich zum Beispiel eine so Art Rüstungsabkommen geben, dass zum Beispiel in totalitäre Staaten eben nicht nur nicht Waffen geliefert werden, sondern eben auch nicht Spionagesoftware. Nur ich glaube ganz ehrlich, der Zug ist schon längst abgefahren. Sie sind ja Experten auf diesem Gebiet. Wie schützen Sie eigentlich Ihre eigenen persönlichen Daten? Ich habe da einen ganz einfachen Tipp. Also erstens, auf dem Rechner, mit dem ich im Internet bin, ist nichts Persönliches. Und ich habe ein gewisses Surf- und Informationsverhalten, das sozusagen zeigt, dass ich zwar politisch da und da sehr interessiert bin. Und natürlich als Autor bin ich auf Facebook, aber auch da habe ich ein gewisses Verhalten an den Tag gelegt. Aber das ist etwas, was ich zum Beispiel jedem empfehlen kann, dass man überlegt, ob man die meisten haben ja heute schon zwei Rechner, ob man nicht einen nackt hat, mit dem man ins Netz geht. Was haben Sie als Experte dafür? Also wir haben, also zum Beispiel habe ich einen Computer, wo ich einen sehr gesicherten Bereich habe, wo auch dienstliche Kommunikation drüber ablaufen kann und einen Bereich, mit dem ich auch frei surfen kann. Ich überlege sehr gut, was ich in einen Cloud-Service gebe und was nicht. So beispielsweise sensible Informationen, die zum Beispiel Abrechnungsdaten betreffen von Krankenversicherungen oder so etwas, würde ich zum Beispiel der Cloud, welcher auch immer, nicht anvertrauen, es sei denn, ich verschlüssele das. Ne? Also da gibt es durchaus schon Selbsthilfemöglichkeiten, aber diese Selbsthilfemöglichkeiten ersetzen nicht, definitiv nicht, klare Regelungen und Kontrollmechanismen. Ist die Sorglosigkeit bei uns zu groß? Liefern wir die Munition, mit der dann auf uns geschossen wird? Wir liefern mit der Mitwirkung an den sozialen elektronischen Netzwerken das Handwerkszeug für die Ausnutzung durch jedermann. Der Schutz über den persönlichen Rechner geht nur so weit, wie der Rechner geht. Wenn ich die Meldung in die Welt schicke, dann ist sie offen. Davon muss ich ausgehen. Das heißt also lieber wieder mehr Briefe schreiben und Tagebuch führen. Das ist nicht möglich. Also natürlich werden wir weiterhin alle Internet nutzen. Und viele Bürger, das sieht man auch in den Umfragen in den USA, sie gehen davon aus, ja, ich habe nichts zu verstecken und deswegen handle ich wie sonst auch immer. Das Problem ist natürlich, wir sehen an dem Fall Snowden, bei diesen großen Datensammlungen, die können immer doch in die Hände von Menschen kommen, dadurch, dass so viele Leute gerade in Amerika offensichtlich eine Sicherheitsgenehmigung haben,
die auch vielleicht was anderes mit den Daten machen, als auch was der Staat machen möchte. Also ein einzelner Abtrünniger kann mit diesen Daten durch dieses Riesensystem in den USA natürlich auch einige Schaden anrichten und vielleicht nicht nur im politischen. Das haben, glaube ich, manche schon erfahren. Und wenn es ums eigene Online-Banking geht, ja, liebe Zuschauer, unsere Daten, die gehören uns offenbar doch nicht so ganz. Soweit die Phoenix-Runde zum Thema. Bleiben Sie bei uns.